Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter Rise. Dringende Quest an, im Angesicht der Randale. Können wir jetzt eigentlich machen? Ich meine, wir haben ja noch diese drei Sterne-Quests eigentlich noch mit dem da und den Groß Rocky. Machen wir den Baroth erst? Ich glaube, wir machen den Baroth jetzt einfach. Ich hasse dieses Viech. Warte. Wie kommen wir ins Menü? So kommen wir ins Menü. Herstellen. Ich habe keine Kräuter. Warum habe ich keine Kräuter? Objekte verwalten, Objekte senden. 10. Das haben wir alles. Da können wir einfach mal 10 mitnehmen. Brauchen wir mehr? Eigentlich nicht. In Barot könnte man eine Falle stellen, aber. Boah, warte mal, was? Warum habe ich große Fassbomben und so? Mein physischer Krack ausgelöst wird. Wir nehmen mal 3 mit. Das ist einfach nur ein Fass. Kleine Fassbomben. Kleine Fässer, oder? Jo. Ja. Kann man eigentlich sortieren? Wo kann ich sortieren? Scheißegal. Los geht's. Dem Ding hau mal ins Gesicht. Wobei, das sollte man nicht machen. Das Ding hat ein riesiges... wie nennt man es? Wie so eine Panzerung vorne auf der Nase. Ups. Desolate Wasteland. Perfect for light-hearted hunts. But do not let your guard down. Don't pull any stunts. For the mud hides secrets, and none of them are good. Where once was sand and water, a monster is now stone. Krieger des Ödlands, Baroth. Ich muss ja zugeben, ich weiß nicht warum. Ich habe in Monster Hunter World eigentlich kein Problem mit ihm gehabt. Aber in Monster Hunter, war das Tree auf dem Gamecube? War das Gamecube? Oder war es auf der Wii? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, auf der Wii war das, ne? Ich habe den nicht geschafft. Der war der Grund, warum ich dann damit aufgehört habe mit dem Spiel. Keine Ahnung, warum war der damals zu stark? Oder war ich einfach nur zu dumm? Wahrscheinlich war er echt zu dumm. Ich habe den so oft probiert und habe es einfach nicht hinbekommen. Das war seltsam, wenn ich ehrlich bin. Oh, fuck. Ja, leck mich. Reliktaufzeichnung. Sandebenenbotschaft. Das war jetzt... Wow. Das war schon ein harter Zufall jetzt. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da hinrennst und dann. Und dann dieses Ding findest? Warum sammelt er diese Seilkäfer eigentlich nicht automatisch ein? Das ist. Ich meine, jeden Scheiß sammelt automatisch ein. Bloß die Seilkäfer nicht. Warum auch? Hallo, du Katze. Davon gammelt er rum. Ach, das sind diese fliegenden Drecksviecher auch, oder? Heuer! Achtung, tut die Eisenbahn! Oh Gott! Stimmt, der macht diesen Side-Ding. Wow. Schaut halt eher aus, wie wenn er hier riesige Haufen hinmacht. Jetzt kann ich wenigstens mal wieder... Oh.
Heieiei. Ah, shit. Nein, ich stecke im Schlamm. Ah, jetzt halt. Oh oh. Ja, meine Nitro-Pilze, die hatte ich noch nicht. Ah, der dreht sich so schnell. Oh mein Gott, der ist stinksauer. Oh shit, der macht gerade. Ich dachte, ich habe den irgendwie zurückgeschlagen. Oh Gott. Lass ihn mal in Ruhe. Warte mal. Okay, jetzt kann ich in Ruhe saufen. Ja. Ich hasse dieses Schlammzeug. Oh ja, ich fällt dir an, ich hab die Fassbomben dabei, ne? Damn you! Damn you! War mal so. Hatte ich nicht. Da. Warte mal, ist eine Ration? Hä? Warum geht die Ausdauer nicht hoch? Die geht nicht höher wahrscheinlich, ne? Da ist egal, los. Wir machen jetzt erst mal so großes Vieh. Okay, so war das jetzt eigentlich nicht geplant, aber. Oh, warte, der ist gleich da unten. Nein, nicht da runter! Da ist wieder die Höhle. Let's see. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo, oder? Ja, genau da hinten. Ah ja. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, der brüllt schon wieder. Oh Gott. Läuft der gerade weg? Ah, der Drecksack läuft weg, weil er hier keinen Schlamm hat, ne? Kleiner Mistkerl. Heuer! Das ist mal da. Naja, ich weiß schon, was du vorhast. Oh shit, ich hab vergessen, dass der noch die Waffe. Wo ist mein Hund hin? Geh zu. Hör auf, immer wegzulaufen! Ich kann es wahrscheinlich irgendwie einstellen, aber. Der läuft dann echt wieder zum Schlamm, oder? Du elender Drecksack. Ja, ich brauche eine neue Rüstung, das sehe ich auf jeden Fall. Wie halt wirklich wieder zum Schlamm gelaufen ist, der Sack, ne? Warte mal. Achso, ja. Alter.
Warte mal, ich kann den Barot auch rein. Oh, den habe ich jetzt. Nein! Ach komm, er hat genau auf mich gezielt. Ich dachte, der wäre daneben. Warte mal, der ist ja noch. Oh oh. Was war das jetzt? Oh, war der nicht total besser? Oh oh. Lauf, 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 lauf! Nein, was machst du? Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Wo ist der? Holy shit! Hier, schau mal! Das habe ich für dich! Oh Gott! Alter! Los, los, los! Warum läufst du denn nicht dagegen? Alter, was ist hier alles für Material? Ja, jetzt! Warte mal! Das explodiert gar nicht, wenn er nicht dagegen läuft! Wenn er dagegen läuft. Scheiße! Mal so ungefähr. Okay, der ist mit 2 Schnitten schneller da gewesen, als ich gedacht habe. Du elender Drecksack! Komm mal, Heilfrucht. Nein, jetzt ist der mit einem Fuß da genau im Weg, nein. Sag mal, wie schwer ist das, so eine scheiß Fassbombe zu zünden? Nein, ich bin zu nah dran. Ach komm jetzt, Alter. Kann ich nicht auf die scheiß Fassbombe zielen? Ich muss mal beginnen zielen. Ich hab vergessen, wie es zielen geht. Heile mich. Heile mich. Oh. Haben wir mal die Fassbombe? Ich muss schauen, ich muss überlegen, wie. Jetzt! Es ist halt scheiße, die Dinger lassen sich echt nicht so aktivieren. Hä? Ach komm, hier halt einfach sich ausruht und dann einfach losschlägt. Komm mal. Ja, ja klar. Jetzt ist Schlamm aktiviert die Bombe. Glaubt jetzt auch jeder. Aber wenn ein riesiges Vieh, das 200 Meter groß ist, Alter. Dagegen haut, dann passiert nichts. Ich muss nur Fassbombe nochmal üben. Wahrscheinlich kann ich die anvisieren, aber ich habe keinen. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, schrei halt rum. Oh mein Gott. Was macht er denn? Oh mein Gott, er ist stinksauer. Hallo, Captain Barot. Was machst du jetzt? Ist er noch stinkig oder nicht? Incoming! Was incoming, der? Oh, schau mal, ich kann. Aha! Aha! Ich mach dich so kalt. Hä? Lauf doch nicht weg! Okay, ist mir fast vor, wir müssen üben. Das war, glaube ich, mal einfacher. Du stellst es hin, die laufen drauf zu und zerstören es. Oder der hat so eine beschissene Hitbox einfach, dass er oben drüber durchläuft. Auch wenn er seinen Kopf unten hat, was einfach keinen Sinn macht. Ich komm wahrscheinlich alle, ich hab keine Ahnung, Alter, das geht voll einfach. Das ist voll easy, ey. Ja, ist es wahrscheinlich auch.
Was ist jetzt da vorne schon wieder so? Das sind die ganzen großen Viecher. Kann mal jemand diesen verdammten Fluss trockenlegen? Stell doch die auf! So, jetzt hau einfach drauf, mir scheißegal. Komm, jetzt hau drauf! Ha! Ist das dein Scheiße? Okay, das hat. Oh! Das war nicht so geile Idee. Alter, kann mir jemand diesen Schlamm wegwischen? Wo ist die Putzfrau? Ja, ja, ja. Warum zur Hölle? Warum läuft er denn jetzt weg? Oh, oh. Warte mal, hey, da ist was. Noch mehr Barosmaterial. Hast du so eine Blume aufgestellt? Nee. Du machst doch wieder gar nichts, Alter. Oh Gott. Warum macht er das zweimal? Hört auf, die Attacken zu spammen. Scheiß Viecher. Das ist unfair. Ja, genau, mach das. Weil dann kann ich das machen. Komm schon. Ah! Wow. Oh, warte, der Schlamm ist schon wieder weg. Wie schnell geht denn das manchmal? Achso, ja. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt! Jetzt! Hallo, macht es! Warum zur Hölle? Ich sollte weniger das Schnellmenü nehmen, weil das einfach Mist ist. Oh, oh. Komm schon, bleib so! Ah! Hör auf immer rumzumaulen! Du bist hier das Monster, was nervt. Alter, ich hab noch voll erwischt. Oh Gott! Das war... Warum heißt du denn die? Jetzt. Nee, ich muss mich heilen. Geht nicht anders. Ah, danke. Oh Gott. Oh, mein Hund ist nicht so ganz geil drauf. Oh oh. Das wird sich immer, wenn jetzt mal die ganze Waffe zerlegt. Okay, okay. Was ist denn das? Achso, das ist eine Schnecke. Hund? Ich vergesse immer meinen Namen, Alter. Ich hätte mir vielleicht doch einen anderen Namen geben, so wie Rex oder so.
Warte mal, wo zur Hölle ist denn der jetzt hin? Hä? Dahinter? Warte mal, da ist er hinter. Ja? Alter, warum musst du denn die Waffe immer nochmal einstecken, Alter? Mach doch... Ich meine, es ist klar, dass das eine scheiß schwere Waffe ist. Aber du wirst dich doch wohl, bevor du dann nochmal deine Position einnimmst, mal rumrollen können. Was macht er denn jetzt? Alter, du... Sag mir doch Bescheid, wenn du sowas vorhast. So, und jetzt... Alter, jetzt hat mich halt sein Schwanz ständig aufgehalten. Ups. Oh oh. Was macht er denn jetzt? Wieso greifst du denn jetzt den anderen an? Du bist nicht so der hellste Typ, hä? Aber das passt schon. Bisschen reiten. Let's go, mein Janku. Irgendwas, keine Ahnung. Oh, shit. Alter, ja, Mann. It's over. Was mach ich gerade? Hä? Wo ist der hin? Here we go. Wo ist der andere hin? Oh, der verschwindet gerade, du feiger Mistkerl. Alter, der war anstrengend. So. Ja, Heilung brauche ich nicht. Ja, ich hab noch beim ersten Mal unterschätzt. Wir müssen unbedingt eine Rüstung bauen. Das ist die Frage, bauen wir aus dem eine Rüstung? Alter, wir haben massig Baros-Material bekommen, nur durchs Rumlatschen, ne? Heuer! So ist ja da eigentlich eh nichts mehr, ne? Da oben noch was? Nee. Ich weiß, ich kann auf der Karte schauen, aber... Das mit dem Fass nervt mich immer noch. Wahrscheinlich kann ich es anvisieren mit dem Ding, aber... Dass der Gegner halt nicht mehr reinlaufen kann, ist doch Schwachsinn. Ich meine, durch einen Aufprall wird es ausgelöst. Ja, ein Scheißdreck. Baros, Baros, Baros. Monsterknochen M, scharfer Reißzahn, Rüstkugel, Monsterknochen S, Baros Klaue. Baros Klaue, Alter. Erreichte Stufe, achso, das ist dann... Ja, einmal sind wir leider verreckt. Einmal sind wir verreckt. Schweinerei. Aber wir haben den Baros gekillt. Na komm. Ich bin gespannt, wie dieses Monster... Ich hab schon vergessen, wie es heißt. Randale. Oh. Steht's ja. Alter, wir brauchen eine Rüstung. Rüstung, 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 Rüstung. Baros-Set. Baros-Schwanz. Baros Skalp, große Flosse. Baros Rückgrat. Baros Rückgrat, Baros Skalp, große Flosse. Okay. Dann bauen wir uns. Warte mal, was war denn das? Agnosum. Wer zur Hölle war ein Agnosum, bitte? Der hat aber nur 16 Verteidigung, ne? Da wäre ja eigentlich das schon am geilsten. Aber der hat Donnerwiderstand minus 2 und Feuerwiderstand minus 1. Ja, wir hätten mehr Rüstung. Right, let's get cracking. Gotcha. Jetzt musst du fast den Tetra-Dings da dann nochmal kalt machen. Aber wir machen einfach den nächsten auch noch kalt. Stufe 3. Wen haben wir noch? Von Herrn und Monstern, ja, gerne einen großen Brocken. Komm, den machen wir jetzt auch noch schon kalt, Alter.
Momentan geht's noch. Momentan dauert's nämlich auch bloß wirklich so mal 20 Minuten, so ein großes Vieh oder ein neues Vieh zu killen. Es könnte später ein bisschen länger eskalieren. Weil wir haben ja, glaube ich, jedes Mal 15 Minuten Zeit oder so. Bei den Großen wird's funny. Tiefes Grün und flache Sümpfe. Warte mal, das ist ein Flutwald. Among these endless streams, not is what it seems. Beasts lurk in the shadows, claiming many a soul. Beware these dark waters, they will swallow you whole. Es ist das erste Mal, dass das... Ups. Cursed hunting ground. Those who set foot there never again are found. For when the bird wyvern comes and unleashes its breath, its virulent poison brings a swift death. Giftiger Kommandant, Großrocky. Alter, er hat Gift, ey. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf den. Ja, kotzt mich halt voll, oder? Simple Ration. So. Okay, im Sumpf waren wir halt noch überhaupt nicht. Ich wusste nicht mal, dass wir jetzt schon in den Sumpf kommen. Normal hast du immer mehrere Quests in einem Gebiet und dann gehst du ins nächste Gebiet. Und am Ende kombinieren sich die dann alle. Ist der da schon in der Nähe? Ja, aber da hinten ist ein anderes Viech, ne? Das interessiert mich. Das ist wahrscheinlich das Wasserviech, was wir auch noch kalt machen können. Warte mal, war der da nicht gerade? Ne, der ist über mir. Warte mal, wie komme ich da hoch? Ich will wissen, wer das ist. Ich glaube zwar, ich weiß, wer es ist, aber... Man kann es immer nie genau wissen. Warum ist der da so weit oben? Gut, das machen wir anders. Hinten müsste das sein, oder? Hä, das ist es sogar der. Alter, wo kommt denn der Kleine her? Alter, der wird ja voll easy. Oh. Ah ja, stell eine Vital-Dings da auf.
Komm, gieß mal schneller. Hä, was macht er jetzt? Du kleiner Drecksack. Wie halt sein Wraggy, Faggy, was weiß ich, wie das Ding wieder heißt, einfach liegen lässt. Hä, wer ist denn der andere? Das ist doch irgendein Vogel. Kenn ich den überhaupt nicht? Ich würde mir gern fast den anderen mal anschauen. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Oh, shit. Drück mal schneller. Alter, sitzt mich an mir, damit ich voll. Hä, warum hat's mich jetzt trotzdem erwischt? Das sind die anderen, ne? Alter, wie er halt ein kleines Stück auf Seite ist, ne? Was war das jetzt, Alter? Ich hab doch einen ganz anderen Knopf gedrückt. Hä? Alter, ich sterb bei so einem Vieh, sterb ich hier nicht, ey. Das sehe ich gar nicht ein. Und drauf, Alter, tot! Ah, jetzt aber. Na gut, nehmen wir wenigstens Material noch schon mal vorher mit. Den Honig nehmen wir schnell mit. Gotcha. Ja, der ist easy, Alter. Die Kleinen, die haben nie eine Chance gehabt. Ich meine, wenn du verreckst, dann hast du wirklich einfach nur Pech gehabt oder dich dumm angestellt. Oder du kannst es halt nicht. Was jetzt kein Ding ist, weil ich meine, was heißt denn? Was ist das für ein Fisch, Alter? Achso, ja, das war ja der Fisch, der... Oh. Okay. So, dann mit dem soll ich das auch noch. Dann haben wir noch den anderen kleinen, den Wasserfutzi. Aber ich glaube, der ist schon ein bisschen als größerer Zelt wie jetzt die da, ne? Let's see.
Der Fisch halt. Liegt da noch einer? Ich glaube, da liegt noch einer im Flussbett, ne? Was ist das da? Ja, da ist noch einer. Schnell, hol es raus. Messer rein, Gedärme raus. Oh. Ups. Bam. Unser Team. Das hat mich interessiert, was ich da kriege. Das interessiert mich erst, wenn ich es benutzen muss. Ich will einfach nur den ganzen Scheiß haben. Dann sehen wir, was wir für Waffen und was für Rüstungen wir bauen können. Und dann passt doch die Sache. Und dann müssen wir alles klar, wir müssen so ein Viech noch 10-mal killen oder so. Was später echt übel werden kann. Ich weiß noch, im Monster Hunter World hatte ich eine Rüstung, die wollte ich unbedingt haben. Da musstest du... Warte mal, war das ein Rattal aus Rückgrat? Irgendwas war das auf jeden Fall. Leck mich fett. Optionale Quest, ich habe ja gar keine mehr, ne? I'll be here if you need me. So, was können wir aus dem Wocki-Zeug machen? What do you want? Waffenliste, Knochen, Kuschelkatze. Nee, da ist jetzt eigentlich nichts, ne? Wahrscheinlich nur eine Rüstung. Tetradon, Agnos, Rocky-Set. Ja, ist das der Ernst, Alter? Verdammter Cowboy-Hut. Vorschau. Hey, es schaut schon irgendwie cool aus, Alter. Ich weiß nicht, irgendwie nach Gungrave oder so. Was bringt das? Donnerwiderstand. Und Feuerwiderstand. Hat aber nur 16. Ja, super. Da können wir auch wieder bloß die zwei Dinger bauen, ne? Agnosum-Set können wir Helm bauen. Ich hab vergessen, was der Agnosum war. Der hat auf jeden Fall mehr Verteidigung als mein momentaner Helm. Was habe ich momentan? Ich habe ja als Buggy Set, ne? Was ist das Buggy Set? Nee. Itsuchi Set. Das hat nur 10. Ich glaube, da wäre jetzt momentan eigentlich einfach mal komplett scheißegal, was ich noch habe. Wir könnten vom Kulo Set das da bauen? Handschuhe bräuchte man noch. Sind wir halt wild durchgemixt, ne? Aber ist mir jetzt am Anfang erstmal egal. Weil auf so Elemente musst du am Anfang, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich achten. Kann dir helfen, muss es aber nicht. Danke fürs Zuschauen an der Stelle, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.